Und wir sind wieder da bei Fallout 4. In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, dass sich die Oberland Station uns anschließt. Und in dieser Folge kümmern wir uns mal ein bisschen um die Waffen, die wir in Zukunft mitnehmen werden. So, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Ging doch ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Aber man musste trotzdem ein ganzes Stück latschen. So, ach, der sitzt da drin. Das ist jetzt sein Haus hier. Sieht aber auch schäbig aus. Ich habe die Raider erledigt, die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Wie üblich habe ich noch was, um das du dich kümmern könntest. Okay. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay. Das ist doch bestimmt wieder sonst wo. So, ist hier noch was Geheimes versteckt? Nee. Nicht so aus. Ja, ich hätte ja gern mal eigentlich hier mehr Leute, die irgendwas reparieren mal, dass es hier nicht so kacke alles aussieht. Ist das hier? Nee. So, wir sind wieder da. Sie repariert das Haus. Da stellen wir sie lieber nicht bei. Oh, Moment mal. Ich habe ja Sachen eingesammelt, die wir jetzt mal vielleicht mal pflanzen können. Essen. So. Flaschenkürbis, den wollte ich selber essen. Mais können wir einmal pflanzen. Hier. Was haben wir noch? Melone will ich selber essen. Tato, genau, da habe ich auch eine geklaut. So. Kann man die denn hinmachen? Ach, hier irgendwo. Zack. Ganz genau. So, zurück, zurück. Lassen. Ja. So, der Hund. Komm mal hierher. Hey. Dass der immer wegrennen will. Komm doch mal her hier. Hier hin. Hier drüben. Ja. Können wir ihm alles abnehmen, was er hat? Irgendwas Tolles mit beinehmen. So. Herstellen, dann nehmen wir die Sachen gleich auseinander. Verwerten. Revolverpistole, die behalten wir mal. Vielleicht kann man da auch ein Gewehr draus machen. So. Kompensiert und schwer 10 mm. Die macht 26 Schaden, aber meine macht 30. Oh. So. Doppelläufige Schrotflinte können wir auch auseinandernehmen. Repetiergewehr auf jeden Fall auch. So, die können wir mal modifizieren mal. Gucken, die hat ja 45 Munition, die können wir noch nicht verwenden. Gehärteter Verschluss. Erhöht Schaden durch kritischen Treffer. Erhöht Gewicht, verbessert Schaden, so. 42 Schaden macht die denn. Ist zwar auch ein bisschen langsam. Ach, da steht sogar, wo das herkommt. Blaue Farbe, benutzter Ölkanister, Klebeband, Mikroskop. Wunderbar. So. Den Lauf. Kann man einen verlängerten Lauf machen? Ja. Den Waffenfreak habe ich noch nicht. Ich dachte, den hätte ich schon gemacht. Ich gehe mal zurück. Ich habe jetzt ein Level auf. Ich dachte eigentlich, ich hätte den schon gemacht. Da ist er doch. Der Waffenfreak. Oder brauche ich da noch einen Rang zu? Achso, aber ich kann ja jetzt sowieso noch einen vergeben. Ich wollte ja hier. Nicht automatische Gewehre, ja. Mehr Schaden. Damit wir nicht nur die Pistole haben. Lasergewehr, das kann ich vielleicht auch noch aufwerten. Da muss ich mal gucken. So,
Schutzschluss habe ich schon. Den Lauf ist der Standard. Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Nötigster Rang, oder heißt es nur, ich brauche einen Rang mehr, um das zu machen? Nein, ich kann das machen. Da steht nur, dass ich das brauche. Aber wenn ich das habe, kann ich es machen. Wunderbar. Überlegene Reichweite und Präzision durch das Visier. Erhöhte Rückstoßdämpfung, verringerte Präzision aus der Hüfte. Wunderbar. Aber die Reichweite ist ja dann riesengroß. Was kann das? Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Aha. So, was kann das? Das ist die Präzision besser. Ja. So. Da haben wir schon mal ein verlängerter, leichter Lauf. Ja, Standardgriff. Mal gucken. Impro-Revolver-Gewehr. Impro-Revolver-Pistole. Aha. Präzision aus der Hüfte. Außergewöhnliche Präzision durch das Visier, erhöhte Rückstoßdämpfung, besseres Zielen mit dem Zielfernrohr. Aber da wird der Schaden sofort weniger. Aber nicht so viel. Moment mal, das ist der Standardkolben? Nee. So. Zack. Angebaut. Mal gucken, was wir... Ein besseres Visier wäre natürlich auch cool. Ein Zielfernrohr. Erhöhte Vergrößerung, überlegene Präzision durch das Visier. Zeug haben wir ja noch alles. Das Leuchtreflexvisier. Erhöhter Fokus und erhöhte Präzision durch das Visier. Erhöhte Vergrößerung. Präzision ist viel besser, ja. Nehmen wir doch. So. Keine Mündungsbremse. Kompensator. Verbesserte Rückstoßdämpfung pro Schuss. Verbesserte Rückstoßkontrolle. Verringerte Reichweite. Reichweite. Sind die vorher 200 und jetzt ist er 91, ja gut. Dafür aber Rückstoßdämpfung. Das geht. Yeah. Okay, das war meine Pistole, ja. Impro-Revolver Scharfschützengewehr, sehr gut. So, das haben wir ja. Hier kann man nicht noch mehr, das haben wir gut hingekriegt. So, kann ich hier noch was verbessern? Verlängerter Lauf. Viele Leute können Sachen kaputt machen. Habe ich denn da jetzt? Gerne wieder zusammen. Verlängert, ja. Hä? Das ist die ganze Pistole, gut. Den Verschluss, kann der besser werden? Was wird denn da? Da wird es eine Automatikpistole hier. Mächtiger Verschluss. Überlegener Schaden, oh. Man kann Stecherabzug. Waffen, Computer, besser reagierender Abzug. Erhöht Feuerrate. Jetzt kriege ich langsam Hunger. Hm. Nee, Automatikpistole will ich nicht. Feuerrate, da wird der Schaden geringer. Mächtiger Verschluss, überlegener Schaden. Das ist cool. Verbesserte Feuerrate und Rüstung, Rüstungsdurchdringung. Verringert Reichweite, unterlegener Schaden. Oh. Ich mach mal den mächtigen Verschluss. Der ist ja mächtig. Hahaha, jetzt wird hier alles angezeigt, wo ich Zeug hernehme. Sehr gut. So, verlängerter Lauf. Verbesserte Präzision aus der Hüfte. Nee, das brauch ich nicht. Standardgriff. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit und Präzision aus der Hüfte. Aber das brauche ich gar nicht. Aber wohl eher nicht. Großes Magazin kann ich einbauen. Unterlegene Nachladegeschwindigkeit. Große Schnelllademagazin. Ah, da brauche ich zwei. Ach, dann ist es das Schloss da, wenn es gesperrt ist. Großes Magazin. Ja. Lädt da länger nach, aber das macht nichts. Leuchtvisier. Präzision wird ein bisschen besser. Da brauche ich Kleber. Nee, dann warte ich damit. Da brauche ich auch jetzt Kleber wieder überall. Schade. So. Was ist los? Die packe ich, glaube ich, gleich mal weg. Lasergewehr. Was könnte ich denn hier alles machen? Photonen. Was? Photonenerreger. Ah. Verbesserter Schaden durch kritische Treffer. Verbesserte Präzision. Und wird leichter sogar auch. Nee, wird schwerer. Aha. Nee, das mache ich aber erstmal nicht. Kann ich kaum was machen, weil mein Zeug alle ist. Schade. Was ist los? So, verlassen, jawohl. Mann, will der mich jetzt die ganze Zeit voll quatschen hier? So, gesamten Schrott lagern. Dann Standardmagazin lagern. Das ist auch mein ganzes Inventar hier. So, ich packe auf jeden Fall die 44er Pistole weg.
Rest behalte ich mal. Da gucke ich gleich mal, ob ich die an der Station da auseinandernehmen kann. Mods. Das sind meine Mods hier jetzt. Alles weg. So, und jetzt die Patronen. 5mm Patrone brauche ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Genau, Kaliber 50 ist auch ein fettes Teil. Rotpatrone brauche ich nicht. So, was ist das denn? Kenne ich auch nicht. 10mm brauche ich auf jeden Fall. 45 auch. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche. So, aber wenn ich zur Munition gehe, brauche ich auf jeden Fall jetzt die Fusionszellen. Ja. So. Versus, gibt es hier irgendwas Tolles? Wiegt das was? Nee, die Uhrenmarken auch nicht. Überfälliges Buch. Das. Ohne Platz weg. So, das wiegt alles gar nichts. Genau. Mehr irgendwelches Leder noch mit bei. Ach, hier die Pilze auch. Ja. Blume. Den gehen wir auch gleich nochmal zu Mama Murphy und drehen ihr noch mehr Drogen an. Ah, das war auch gut. Die Pilze haben wir viele gefunden. Ich glaube, ich habe alles Leder rausgeschmissen. Ja, schade. So, jetzt sind wir wieder leicht. Ob wir jetzt Rüstung auseinandernehmen können. Sieht nicht so aus. Dann transferiere ich das doch alles rüber. Ich hoffe mal auch, dass man das dann auseinandernehmen kann. So. Lagern, lagern. Ja, einen vernünftigen Helm bräuchte ich nochmal. Der sieht ja die Scheiße aus. So. Pumpe. Dann können wir auch gleich noch was essen und dann gehen wir erstmal richtig schlafen. Schlafen wir uns mal richtig aus. Achso, wir sind sowieso müde. Das ist ja komisch. Aber wir sind doch weit gereist. Lass ich die einfach mal. Ja. So, und jetzt gehen wir schlafen. Yeah, ich bin gut ausgeruht. Aber immer noch krank so. Mama Murphy. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Okay. Ich habe es gesehen. Brauchst du Drogen? Wir brauchen schwere Geschütze, wenn uns das dritte Auge weiterhelfen soll. Mit Buff-Out sollte es klappen. Ja. Hier, sei vorsichtig damit. Wow. Ich hab ganz vergessen, wie stark das Zeug ist. Oppressen auch nicht. Okay. Es geht los. Ich sehe dich. Den mächtigen Jäger. Aber du jagst kein Tier, auch keinen Menschen. Etwas anderes. Vielleicht etwas, was mehr ist als ein Mensch. Aber was ist das? Ich sehe einen Mann in Weiß. Er steht über deiner Beute und er sagt etwas. Es ist schwer zu verstehen, aber ich versuche es, Kind. Er sagt, Z247 zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Autorisierungscode Zeta53Kilo. Dann fällt er und bewegt sich nicht mehr. Oh Gott. Er tut mir leid, Kind. Oh, meine alte Pumpe hat gerade ein paar üble Sprünge gemacht. Alles gut. Muss mich nur mal ausruhen. Alles klar. So, ich hoffe nicht, dass wir uns diese Zahlen... Was ist denn hier los? Oh. Bringt das was, wenn wir reingehen? Ja, aber der Hund ist draußen. Im Ladebildschirm habe ich öfter schon mal gesehen, dass manchmal so eine radioaktiven Stürme kommen. Ist das sowas? Aber das trifft mich bestimmt auch im Haus. Das ist ja mies hier. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Ja. Jetzt machen die... So, jetzt gucken wir mal. Säubere Sunshine Tidings. Okay. Eine neue Siedlung. Da ist die Vault. Wo ist denn das?
Ach, ist gar nicht so weit weg diesmal. Das ist ja schön. Aber bevor wir das machen, wollte ich gerne noch mal ein bisschen Sachen erkunden. Hier gab es ja noch die Kanalisation und hier gibt es noch diese Ausgrabungsstätte. Oh, das sieht ja übel aus hier. So, dann packe ich mir aber noch mal das neue Sniper, was wir hier haben. Genau. Irgendeine Taste hierhin. Gucken, wie das jetzt aussieht. So, muss ich natürlich auch noch nehmen. So. Dann hält das sogar still, ja. Okay, cool. Hat nur 6 Schuss, das ist ein bisschen schade. Wie lange geht denn so ein Sturm? Hört der auch mal irgendwann wieder auf? Ich guck mal, was ich jetzt brauche für so ein... für so ein Lockturm. Kann ich das hier drücken? Ja. Der war bei Energie, glaube ich. Sonstige. Lockt nach dem Einschalten neue Siedler an. Benötigt einen Strom. Dann baue ich den nochmal und dann baue ich auch noch gleich einen neuen Generator. Soll ich den mitten in die Straße bauen? Aber da müssen wir mit unseren coolen Autos langfahren. Hier vielleicht einfach. So. Das können wir wegnehmen. Weg damit. So, ist hier noch was im Weg? Nee. Zerstörtes Haus. Zack. Okay. Das war gut. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Generator. Der hier ist gut. Ein mittlerer Generator. Produziert 5 Strom. Keramik, Kupfer, Gummi, Stahl, Zahnradschrauber. Haben wir alles. So. Jetzt Kabel anbringen. Nach hier. So. Was passiert denn hier? So, kann ich aktivieren? Zack, jetzt läuft er. Repariert hier einer was? Klingt das so? Das wäre natürlich schön. So. Dann gehen wir jetzt da in die Kanalisation angucken. Und hoffen, dass, wenn wir wiederkommen, hier mal ein paar mehr Leute sind. Ach, sie repariert es. So, das reicht jetzt für diese Folge. Und in der nächsten Folge probieren wir dann die neuen Waffen aus.